TBO. Aliza Esage ist eine unabhängige Sicherheitsforscherin mit Netzwerkforschung. Aliza wird die neuesten Erkenntnisse zum Qualcomm-Diagnostikprotokoll zeigen, was in großen Modems drin zu finden ist. Und jetzt willkommen zu Aliza. This is Alisa SH. You are attending my presentation Advanced Hexagon Diag at Chaos Communication Congress. Ja, hier sind wir bei 2020 Remote Experience und ihr hört meinem Talk zu Advanced Hexagon zu. Mein Hauptinteresse sind komplexe und gehärtete Systeme. Ich habe Windows-Kernel, Browser, Scripting-Engines angeschaut und jetzt habe ich Hypervisor angeschaut. Das, was ich heute zeige, war ein Seitenprojekt. Der Name ist ein Understatement. Ich versuche das hier einfach zu halten. Ein großer Teil des Vortrags wird in Baseband-Prozessoren sich beschäftigen. Der Qualcomm Diagnostic Manager ist ein Protokoll, was von Qualcomm in den Baseband-Prozessoren drin ist. Und das ist in allen Snapdragon Silicon on Chips drin und den Modem-Chips. Die modernen Qualcomm-Chips haben Spezialtechnik und läuft mit einem speziellen Real-Time Operating System. Und da sind die Diagnostik-Händler drin. So. Normalerweise, wie üblich mit meinen Vorträgen, habe ich das für verschiedene Zuhörer angepasst. Der erste Teil ist für ist High Level und für Manager und der zweite Teil, der ist für spezialisierte Techniker, Programmierer, die mit diesem Thema zu tun haben. Lass uns mal von oben anfangen, wie diese Technologie zusammenpasst. Hier ist eine Mindmap. Wenn wir mit Basebands zu tun haben, dann haben wir mit folgenden Sachen zu tun. Ist jetzt nicht vollständig, aber das sind mal die wichtigsten. Das ist jetzt die Client-Seite. Da sind jetzt keine Server-Side-Sachen dabei. Es gibt viele Mobilprotokolle. Von der Benutzerseite ist das einfach. 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Aber tatsächlich versteckt sich hinter diesen einfachen Namen verschiedenste, sehr unterschiedliche Technologien. Es gibt ein paar wichtige Punkte zu diesen Funkprotokollen, die man verstehen muss, bevor man sich mit diesem Thema beschäftigt. Also die 1G, 2G, das sind die Familien. Und die Generation ist ein Marketingname, aber da gibt es keine technische Bedeutung dazu. Das ist einfach nur
eine Evolutionsstufe. Wichtig für die Protokolle ist das Luftinterface. Dieses Protokoll über die Luft beschreibt, wie das Signal digitalisiert ist und wie die verschiedenen Teilnehmer an diesem Protokoll sich verhalten müssen. Historisch gab es zwei Stück, TDMA und CDMA. TDMA ist Time Division Multiple Access. Und da wird das Elektrospektrum in Zeitabschnitte unterteilt, so dass also die Telefone sich abwechseln und halt die Zeit in Zeitscheiben eingeteilt ist. CDMA ist. Achso, GSM, TDMA wird in GSM verwendet. Das andere ist CDMA, das ist ein bisschen schwieriger. Code Division Multiple Access ist der Name. Und anstatt das in Zeitscheiben zu teilen, verwendet das pseudo-zufällige Codes. So that, this code can be und diese Codes können dafür verwendet werden, randomize and mask against the modulation protocol. Das Protokoll zu modulieren, sodass die in unterschiedlichen Masken liegen. CDMA ist von Qualcomm entwickelt. In 2G gab es GSM und CDMA 1. Die dritte Generation dieser Protokolle, da sind die beiden Dinge weitergeführt worden. CDMA ist zu UMTS geworden und zu CDMA 2000 geworden. Der Qualcomm hat das ursprüngliche angepasst. Und in 4G sind die beiden dann zusammengeführt worden. Und das gleiche gilt für 5G. Das ist relativ wichtig für uns. Alle diese Technologien mit der Luftschnittstelle sind Code-Stücke und Algorithmen, die in diesen Baseband-Prozessoren drinstecken. Und die müssen in allen Baseband-Prozessoren drin sein, egal welchen ich jetzt benutze, was es sonst ja nicht unterstützen könnten. Wenn man sich mit Angriffssicherheit beschäftigt, dann kann man sich auch darüber Gedanken machen, dass das evolutionär entstanden ist. LTE ist nicht vollkommen unterschiedlich von GSM, sondern es hat die gleichen internen Strukturen. Und wenn man die Spezifikationen anschaut, sind einige direkt relevant von 2G zu LTE. Das ist wichtig, wenn man die Protokolle darauf abklopft, wo man sie angreifen könnte. Die Mobilprotokolle sind in Layer geschachtelt. Hier sieht man die Spezifikationen, wie die übereinander liegen. L0 habe ich hinzugefügt aus Bequemlichkeit. Offiziell sind die 1, 2, 3. Der interessanteste zum Angreifen ist Level 3. Weil da drin die höchste Daten, die abstraktesten Daten drin sind. Wenn die Leute
davon reden, das Baseband anzugreifen über die Luft, dann reden sie über die Architektur. Und das ist das Interessanteste. Aber lass uns mal das große Bild anschauen. Das Diagramm hier ist der zusammengefasste Blick darauf und zeigt die unterschiedlichen Angriffsschnittstellen an, die existieren. Es gibt zwei unterschiedliche Prozessoren, die hier drin sind, der ein TSP oder eine andere CPU. Und in der Regel sind zwei unterschiedliche Prozessoren und jeder hat ein eigenes Betriebssystem. Der Application-Prozessor kann zum Beispiel Android sein und der Baseband-Prozessor hat irgendein Echtzeit-Betriebssystem, das die Mobilfunkseite unterstützt. Der wichtige Punkt hier ist, dass bei modernen Implementationen dieses Baseband-Gerät von irgendeiner Sicherheitsumgebung geschützt ist und Android ist davon getrennt, oder iOS und Apple-Geräten. Das bedeutet, dass diese Privilegiengrenze hier links ist, beidseitig ist. Das heißt, obwohl man Kernel-Zugriff hat auf dem Android-Kernel, dann soll man immer noch nicht in der Lage sein, den Arbeitsspeicher vom Baseband lesen zu können oder da irgendwie drauf zugreifen zu können, zumindest bei modernen Smartphones. Und genau dasselbe ist in die andere Richtung. Das Baseband sollte nicht Zugang zu dem Applikationsprozessor haben. Die sollten sich gegenseitig nicht vertrauen, beide Seiten sollten voneinander getrennt sein. Es gibt eine Privilegiengrenze, die wir angreifen wollen. Innerhalb des Echtzeitbetriebssystems gibt es drei große Angriffsbereiche. Von links zu rechts. Links, graue Kiste, ist die Angriffsschnittstelle der Mobilfunkschnittstelle, die analysiert die Mobilfunkprotokolle. Normalerweise gibt es da mehrere Tasks im Echtzeitbetriebssystem und dieser Teil der Angriffsschnittstelle sind die ganzen Schichten des Protokolls. Es gibt eine große Menge an Parsen, das hier stattfindet. Die zweite Kiste sind die Management-Protokolle. Das Einfachste, an das man denken könnte, ist das IT-Befehl-Protokoll. Das wird immer noch viel benutzt und es wird meistens auch irgendwie zum Applikationsprozessor veröffentlicht werden. Das heißt, man kann da Befehle hinschicken. Und ein bisschen interessanter ist dann die herstellerspezifischen Protokolle. Weil das Baseband oder moderne Basebands sind so komplex, dass Hersteller unterschiedliche Protokolle haben, um das zu analysieren und zu konfigurieren. Bei Qualcomm zum Beispiel ist das DIAG nur eins der vielen Protokolle, die involviert sind. Die dritte Kiste ist der RTOS Core, das Echtzeitbetriebssystem Core. Das sind ganzen integrierten Funktionalitäten im Betriebssystem. Code, der den Zugang zum Anwendungsprozessor darstellt. Auf der Seite des Betriebssystems sind auch zwei Angriffe, die vom Baseband angegriffen werden können. Das eine davon ist die Treiber, weil das Baseband hat eigene Anschlussschnittstellen, die mit Treibern, die angegriffen werden können. Und es gibt auch unterschiedliche Interface-Händler, die vom Baseband benutzt werden. Die haben ein spezielles Interface. In Qualcomm ist es geteilter Arbeitsspeicher. Und dieser geteilte Arbeitsspeicher ist in der Regel sehr komplex implementiert und sie sind eine große Angriffsschnittstelle auf beiden Seiten. Und das dritte Teil des Diagramms ist unten
die zwei kleinen grauen Kosten, die Trustless Ausführungseinheit. Die meisten haben ein Trustlet, also ein kleines vertrauenswürdiges Gerät, und alles, was da drin läuft, sind interessante Sachen zu der wenn man die Verteidigung von Basements erforscht. Hier gibt es zwei Verteidigungsbereiche. Das eine sind sichere Call-Händler. Das ist der Grundinterface, das Aufrufe vom Anwendungsprozessor ausführt. Und das andere sind halt diese Trustlets, diese kleinen Stücke von Software, die darin ausgeführt werden. Hier gibt es auch noch weitere Informationen über Daten. Ich weiß nicht, ob die im R2S Core sind, aber die sind in der Regel ähnlich zugreifbar. Und hier sind auch ein paar Teile davon, über die eher aufrufbar. Und hier sind ein paar Beispiele für Sicherheitslücken. Ich werde sie jetzt nicht genauer analysieren, weil es nicht die Aufgabe von diesem Vortrag ist. Und die über Pwn2Own kann man im Internet finden, was da passiert ist. Um Basement-Verteidigungswerkzeuge zu erklären, habe ich das Diagramm zu einer einzigen Angriffsschnittstelle reduziert. Das ist die Angriffsschnittstelle, die vom Parsen und der Implementation von unterschiedlichen Protokollen innerhalb des Basement-Betriebssystems erstellt wird. Das ist die Angriffsschnittstelle, die über die Luft angegriffen werden kann. Um das nutzen zu können, brauchen wir ein Transceiver, such as Transceiver, radio or a mobile tester, which is able to talk the der die spezifischen Protokolle redet, wie zum Beispiel ein Software-Defined Radio. Und die einfachste Art, das zu machen, ist halt ein Blade RF oder ein anderes Software-Defined Radio. Und das gibt da Implementationen wie zum Beispiel OpenBTS oder Yate-BTS. Und diese Software-Implementationen sind in der Regel hinter der technologischen Entwicklung. Die GSM-Implementationen sind sehr gut und sehr bekannt, OpenBTS zum Beispiel. Und als ich versucht hatte, da Analysen zu machen, war das sehr einfach. Bei UMTS und LTE gibt es weniger Software-Implementationen und außerdem gibt es mehr Anforderungen für die Hardware. Zum Beispiel meine Version der Hardware ist zu schwach für UMTS und es gibt bei CDMR keine softwarebasierte Implementation, wo man eine Base Station implementieren kann. Das ist ein Pseudodiagramm von einem der Snapdragons. Es gibt viele Generationen davon. Ich habe den zufällig ausgewählt, um ein visuelles Diagramm zu haben. Qualcomm hat High-Level-Diagramme in den Marketingmaterialien von der Architektur zugefügt gehabt, aber das tun sie nicht mehr. Das ist von einem vom Modell 820. Und das ist interessant, weil er der erste ist, der einen künstlichen Intelligenz-Agent mit dabei hatte. For our purposes, the main interest unser Fokus ist auf dem Prozessor.
Majority of Snapdragons include quite. Die meisten Snapdragons haben viele Prozessoren. There are at least four ARM-based cores. Das sind mehrere ARM-basierte CPUs, die halt das Android-Betriebssystem laufen lassen. Then there are the Adreno, dann die Android CPUs und dann mehrere Hexagons. Und in dem neuesten, da ist nicht nur ein Hexagon. Es sind mehrere. Und die sind zu unterschiedlichen Aufgaben zugewiesen. MDSP hat das Modem und das Realtime-Betriebssystem. Der ADSP Medien, der CDSP Rechnen. So, the Hexagons. Die Hexagons sind ungefähr die Hälfte der Rechenkraft von einem modernen Snapdragon. Zwei wichtige Aspekte hier bei dieser Hexagon-Architektur aus der Hardware-Sicht. First of all, it is, Hexagon ist spezialisiert auf parallele Verarbeitung. Das erste Konzept sind ähnlich große Aufgabenpakete und die können gleichzeitig in diese Ausführungsunits eingefügt werden. It also uses Außerdem macht es Hardware Multithreading. Hier auf der linken Seite, auf der rechten Seite ist ein bisschen Hex Assembly. Das ist komisch. Also die geschweiften Klammern zeigen, was gleichzeitig ausgeführt wird. Und die müssen kompatibel sein, um diesen diese Scheibe benutzen zu können. Und die können den alten und den neuen Wert von einem bestimmten Register in der gleichen Instruktion zu verwenden. Und damit kann man Low Level sehr gut optimieren. Und auf der anderen Seite ist das Hexagon Programmers Reference Manual, das ist die Spezifikation. So, und warum haben sie ihre eigene Architektur gemacht? Um das Ding zu härten. The concept of production fusing is quite common. Hier ist das Production Fusing und die machen das häufig so, dass sie das Gerät so einfrieren, dass es hinterher nicht geändert werden kann, bevor es auf den Markt kommt. Es gibt mehrere Wege, wie das gemacht werden kann. Diagnostik und Debugging-Funktionalitäten werden von der Software entfernt und zum Teil von der Hardware. Normalerweise werden sie nur von der Software entfernt und die Hardware bleibt. Und manchmal kommen die Forscher die Sicherheitsforscher mit ihrer eigenen Software, um das wieder aufzumachen. Hier bei Qualcomm, da gab es ein internes Memo und das hat beschrieben, was sie für dieses Production Fusing machen, um diese Debugging-Funktionalitäten zu entfernen. Für die modernen Androids. The baseband runs within the trust zone. Hier auf meiner Implementation, da ist es bereits ziemlich eingeschränkt. Das Basement nutzt eine separate Komponente namens MBA. Und das wird von einer Komponente im Android-Kernel namens PIL betrieben. Investigate how exactly it looks. And the
Und die Aufgabe von diesem MBA ist, die Firmware zu authentisieren, so dass man da nicht was anderes reinschieben kann. Das ist ein anderer Aspekt von der Härtung. Und das macht es schwierig, da beliebigen Code reinzuschicken. Also im Prinzip kann man nur ein Softwareloch ausnutzen, wenn wir eins finden. Während dieses Projektes habe ich die Hexagon-Firmware zum Teil reverse-engineert von dem Nexus 6B. Dieser Prozess war nicht so schwierig. Ich habe die Firmware aus der Webseite geholt. Dann habe ich das Binary gesucht, was das Modem-Programm ist. Das Binary hat unterschiedliche Abschnitte. Da muss es drin aufgesplittet werden innerhalb der Firmware. Und dafür haben wir Unified Trustlet verwendet. Nachdem ich das in unterschiedliche Abschnitte geschnitten habe, kann ich es in Disassembler reinladen. IDEA Pro unterstützt Hexagon. Ich glaube, GSMK hat ziemlich gut funktioniert für das einfache Reverse Engineering. Notably here is that some sections of the modern firmware. Einige Abschnitte sind komprimiert. Die kann ich nicht reverse engineeren, wenn ich sie nicht ausgepackt kriege. Das ist eine Herausforderung. Qualcomm nutzt eine interne Komprimierung. For the reverse engineering. Der Hauptansatz von dem Reverse Engineering ist, da müssen Taskstrukturen sein und von da müsste ich zu interessierendem Code finden. Also es kann sein, dass ich Dinge finde, die Taskstructs aussehen, aber das hat keine Lockstrings und deswegen ist es schwierig, sich da drin zurechtzufinden. Die Lockstrings sind durch einen Q-Shrink entfernt worden. I think the only way to do it is by using the MST_hash. Also das MST_hash File, das sollte eigentlich nicht zur Verfügung stehen, weder auf dem Mobilgerät noch sonst wo. Und ich denke, dass dieses File der einzige Weg ist, um das zu machen. Und die Logstrings, die haben dann die Namen von den Quellmodulen, woraus es gebaut wurde. Und das gibt mir dann die Möglichkeit, zu verstehen, was das Ding tut. Debugging gab es bei mir nicht. Da hätte ich 2 Monate mehr gebraucht. Und also am besten müsste man einen Software-Debugger herstellen. Und den werde ich im Referenzabschnitt hier von meinem Vortrag angeben. Or in some authenticator or in the trust zone, so that we can inject a software. Wir müssen irgendwie Callbacks zu einem Software-Debugger in das Baseband hineinfügen. Und das muss in dieser Trust Zone passieren. This is how the Hier so sieht die Firmware aus, ohne die Logstrings. Hier sind schon ein paar Namen. Es gab anfangs keine Namen, sondern nur Hashes. Jeder Hash ist ein Logstring, das von dem Message-Hash-File genommen ist. Und hier sieht man, wenn man die Texteinträge hinzufügt und die Funktionen umbenannt hat,
Da kann man dann hunderte von Prozeduren finden, die direkt mit dem DIAC-Subsystem zu tun haben. Da gibt es welche, die über die Luftschnittstelle gehen. Aber leider sind diese Luftschnittstellenvektoren in dem Bereich, der nicht direkt zugänglich ist. Ich habe jetzt verschiedene Sachen ausprobiert während dieses Projektes. Also ich habe das MSM-Kernel gebaut, da war nichts Besonderes. Ein weiterer Ansatz ist, wenn man alte Firma reinlädt und die Firma downgradet und die Firma, die hat schon bekannte Probleme und wenn ich die Firma reinlade, dann mache ich das Ding angreifbar und dann kann ich es daher ausnutzen. Und dann kann ich es vielleicht auch auseinandernehmen und anschauen. Und das hat funktioniert und das war einfach. Ich habe versucht, die Qualcomm-Firmware zu bauen aus deren Source Code. Ich habe das nur ein paar Tage versucht und ich habe es in der verfügbaren Zeit nicht geschafft. Aber das ist nicht kritisch. Das ist jetzt nicht direkt relevant, um da neue Probleme zu finden. Ich habe es für später gelassen. Ich habe auch RAMDumps gemacht. Und das ist auch ziemlich gut zugemacht. Das ist mir schwer gefallen. Und auf einmal ist mir Qualcomm DIAC wieder eingefallen. Anfänglich, während der ursprünglichen Nachforschung, habe ich ein paar White Papers gefunden, wo das drin erwähnt war. Und es schien mir sehr mächtig, um das Baseband zu konfigurieren. Also habe ich es erstmal getestet. Vielleicht wäre ich damit möglich, da reinzuschauen. Und vielleicht bin ich in der Lage, das in dem Lockdown auch zu verwenden. Und dieses proprietäre Protokoll, Qualcomm QCDM, ist das proprietäre Protokoll. Das ist für Entwickler von diesem Betriebssystem, nicht für Benutzer. Das hat ungefähr 200 Kommandos in Theorie. Da kann man runterladen, Downloader Mode. In 2010 ist das teilweise reverse engineert worden in einem Open Source Projekt namens Modem Manager. Und dann ist es beim 3C 2011 ist es auch nochmal gezeigt worden und diese Präsentation hat das dann auch populär gemacht. Aber leider ist die für moderne Telefone nicht mehr gültig. Aber es gibt einem eine allgemeine Übersicht, womit man es zu tun hat. Und dieses Protokoll, das ist also jetzt für mich ein lokaler Angriffsvektor. Und das kann sehr nützlich sein. Insbesondere wenn man Handys hat, die mit einem für einen spezifischen Mobilfunkanbieter gelockt sind. Es ermöglicht, Code auf dem Baseband direkt auszuführen und Einstellungen ändern. Normalerweise wurde das über AT-Befehle gemacht, aber
es gibt auch andere Befehle, die sehr hilfreich sind. Wie kann das angegriffen werden? Man kann zum Beispiel einen softwarebasierten Debugger injizieren. Wenn man in Diag einen Bug hat, dann, wo man Schließ- und Schreib Zugriff auf das Beste hat, kann man Les- und Schreib-Hooks haben. Und damit kann man einen softwarebasierten Debugger haben, auch wenn er offiziell nicht möglich sein sollte. Was hat in den letzten 10 Jahren im Diag passiert? Was hat sich da geändert? Zuallererst, die originale Publikation hat Qualcomm Baseband mit ARMS-basierten Servern und einem RTOS Rex Betriebssystem. Heutzutage ist das alles Hexagon und nicht mehr ARM, und Rex wurde durch QURT ersetzt. Es hat immer noch ein paar Inhalte von Rex, aber es ist eigentlich ein anderes Betriebssystem. Die meisten sehr wertvollen Befehle, die sehr mächtigen Befehle, Arbeitsspeicher lesen und schreiben, wurde auf meinem Gerät entfernt. Und es gibt auch keine einfach verfügbaren Kanäle, zum Beispiel USB. Es soll irgendwie möglich sein, die Geräte wieder freizugeben, den USB-Kanäle, aber da braucht man irgendwelche speziellen Boot-Einstellungen und. Es ist in der Regel nicht verfügbar. Das war jetzt mein Testgerät, das Nexus 6P, und das sollte mit dem Mittellevel von Sicherheitssachen sein. Moderne Google Pixel sollten noch weniger Fähigkeiten haben. Insbesondere bei Google, weil die auf die Sicherheitserhöhung aufpassen. Auf der anderen Seite, wenn man Modem-Sticks sich anschaut, USB-Sticks, die sind teilweise offener und einfacher anzugreifen, dass man sie einfacher analysieren kann. Das Diag-Protokoll, die Architektur, ist relativ einfach. Das Diagramm zeigt, ist im Endeffekt dasselbe Diagramm, was wir am Anfang hatten. Links ist der Android-Kernel und rechts ist das Baseband-Betriebssystem. Diag-Protokoll ist auf beiden Seiten, kann von beiden Seiten angegriffen werden. Weil es gibt auch Nachrichten, die vom Baseband auf den Anwendungsprozess weitergeleitet werden oder gesendet werden. Die grünen Pfeile sind ein Beispiel, wie Code durch die Daten dadurch fließt. Aus dem Baseband in den Applikationsprozessor. Data flow. Na, ich meine, fließt Daten dann halt auch in beide Richtungen. The main entity inside the operating system, baseband operating system. Die Haupteinheit ist dieses Diag-Task. Der hat einen eigenen Task, der insbesondere die ganzen Anforderungen zum Diag-Protokoll umsetzt. Der Datenaustausch zwischen Diag-Task und anderen sind über Buffer, wenn wir den Datenring-Buffer realisiert. Wenn einer der Task etwas schreiben möchte durch den Diag, benutzt es eine spezielle Log-API und die Logging-Daten werden auf den Ring-Buffer gelegt. Der Ring-Buffer wird entweder durch Timing oder durch Software-Interrupts ausgelesen. Und zu dem Zeitpunkt werden die Daten in Diag-Protokoll-Nachrichten eingewickelt und wir senden die seriell Daten und sendet die Daten zum Output, zu einem spezifischen Interface. Wo das ist, hängt von der Konfiguration ab.
Das Hauptinterface, mit dem ich gearbeitet habe, ist dieses geteilte Arbeitsspeicher, der in den Diag-Char-Treiber sind im Android-Kernel. So in case of sending the commands from the Android kernel to the baseband, it will be the reverse flow. There, first you will need to send some to craft the Diag protocol data, send it through the Diag-Char driver that will write to the shared memory interface. From there it will go to the specialized task in the baseband and eventually end up in the Diag task and potentially in other responsible tasks. On the Android side, Diag is represented with the dev Diag device, which is implemented with the Diag-Char and Diag forward kernel drivers in the MSM kernel. The purpose of the Diag-Char driver is to support the Diag interface. It is quite complex in code, but functionally it's quite simple. It contains some basic minimum of Diag commands that enable configuration of the interface on the baseband side. And then it would be able to multiplex the Diag channel to either USB or memory device. It also contains some IOCTLs for configuration that can be accessed from the Android user land. And finally, Diag-Char filters various Diag commands that it considers unnecessary. This is a bit important because when you will try to do some tests and send some arbitrary Diag commands through the Diag interface, you would be required to rebuild the Diag-Char driver to remove this masking. Otherwise, your commands will not make it to the baseband side. At the core, the Diag-Char driver is based on the SMD shared memory device interface, which is a core interface specific to Qualcomm modem. So this is where Diag-Char is on the diagram. The Diag-Char driver itself is located in the application OS, vendor-specific drivers. And then there is some shared memory implementation in the baseband that handles this. Und es gibt einen Treiber, der diese geteilten Arbeitsspeicher behandelt und den Diag-Treiber selber. Der Diag-Char-Treiber hat viel Code, aber die Funktionalität ist relativ einfach. It does implement a handful of IOCTLs. Implementiert einige kleine Sachen. Ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, was das alles ist. Es gibt das Gerät weiter zum Schreiben in den Arbeitsspeicher, aber normalerweise kann man den Diag-Kanal nicht direkt zugreifen, weil um den Diag-Kanal zuzugreifen, muss man diese Diag-Switch-Login-Funktion benutzen, die den Kanal von der Dev umgeschaltet. Hier sehen wir unterschiedliche Modi und nur zwei werden im USB-Modus unterstützt und im Arbeitsspeichergerät. USB-Modus ist der Standard und wenn man den Treiber normalerweise öffnet und was davon versucht zu lesen, funktioniert das nicht. Weil es normalerweise USB ist. Um zu konfigurieren, dass es den Arbeitsspeichergerät benutzt, muss man einen speziellen Code senden. Es gibt hier diese Funktion Mask Request Validate, die einen sehr starken Filter anwendet, der auf alle Befehle angewendet wird, die man versucht zu senden. Versucht alles auszufiltern, bis auf ein paar grundlegenden Konfigurationsanfragen. At
The core direct shared driver uses the shared memory device. Grundlegend wird dieses geteilte Arbeitsspeicher benutzt, um mit dem Baseband zu reden. Und das ist ziemlich komplex. Es leitet die Lese-API, um die Daten aus dem Arbeitsspeicher zu lesen. Das ist eine der APIs. Der geteilte Arbeitsspeicher hat auch abstrakte Kanäle, which are accessed through the API named die durch ein SMD Open Edge aufgerufen wird. Es können gewisse Befehle, Kanäle geöffnet werden. Jetzt schauen wir uns nochmal diese Software Shared Memory Gerät aus, weil das ein Teil der Angriffsfläche ist, um vom Modem auf den Applikationsprozessor sich zu erweitern. Wenn man nur auf dem Baseband Code Execution hat, dann ist es relativ sinnfrei, weil es dort das Hauptbetriebssystem nicht zugreifen kann. Um es nützlich zu machen, braucht man eine Angriffskette und eins davon ist, dass man eine Privilegienerweiterung hat und diese Shared Medium ist eine dieser Angriffsschnittstellen. Das geteilte Arbeitsspeicher oder Shared Memory Gerät wird von den Qualcomm-Anschlüssen angezeigt oder weitergeleitet. Und hier ist ein Pointer auf den Anfang des Bereiches. Dieser Bereich hat ein Konzept von Kanälen und Einträgen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Teile, die durch eine Funktion SMemGetEntry aufgerufen werden können. Und einer dieser Einträge ist SMemGeneralLogTBL, which contains the list. Eine Liste von Kanälen, die geöffnet werden können. Von dort aus können Kanäle geöffnet werden und das Interface kann benutzt werden. Nach diesem anfänglichen Forschungsprojekt war es mein Ziel, das gesamte System zu analysieren. Als ich diesen Vortrag vorbereitete, habe ich ein paar andere interessante Sachen im Quellcode gefunden. Zum Beispiel gibt es einen speziellen Treiber, der gtag my region benutzt. Im Treiber wird es nur gelesen und man kann ja nicht drauf schreiben, aber mal schauen. Und dann lasst uns auf das Diag-Protokoll selber schauen. Was ich gemerkt habe, war, dass es in unterschiedlichen Orten benutzt wird. Beliebt, zum Beispiel SnoopSnitch, kann Protokoll-Dumps ermöglichen. Und um das zu machen, sendet es einen Befehl, ein paar Befehle zum Gerät, ein Blob, und niemand weiß, was dieser Blob macht, und ich wollte wissen, was machen diese Befehle. Aber bevor wir uns das näher anschauen können, müssten wir das Protokoll unterstützen. Das Diag-Protokoll hat 200 Befehle oder Pakete. Ein paar derer sind offen dokumentiert, aber einige sind es nicht. Hier rechts kann man sehen, manche der Kommentare fehlen. Und einer dieser fehlenden Kommentare ist das Token der Nummer 92, hexadezimal. Und das ist diese Hashlock-Nachricht. Befehlformat ist relativ einfach. The base primitive here is the Diag token. 7e ist das Beispiel-Token hier.
separate die command one. Und es fehlt in der offenen Dokumentation. Und das Diag-Befehl hat mehrere. Es gibt unten oben drum den Wrapper mit 7e. Dann gibt es den Hauptbefehl und dann gibt es variable Länge an Daten, die weitere Unterbefehle enthalten kann. Das Ganze wird mit einer CLC überprüft und ein paar Bytes werden ignoriert. Eine interessante Sache mit dem Diag-Protokoll ist, dass es Untersysteme unterstützt. Unterschiedliche Systeme können ihre eigenen Diag-Systemhändler anmelden, beliebige. Und es gibt ein spezielles Befehl, speziellen Diag-Befehl, der dem Diag-System sagt, hey, gib dieses Befehl zu dem relevanten Subsystem weiter. Und es wird dort analysiert und ausgeführt. Es gibt eine große Anzahl von Untersystemen. Nicht alle von denen sind dokumentiert und als ich anfing, dies zu analysieren, merkte ich, dass es ein Diag-Subsystem-Subsystem und ein Debug-Subsystem existiert. Das letztere fand ich sehr interessant, weil ich hoffte, dass es weitere Analysemethoden existiert. Aber das Debugging-Subsystem ist relativ einfach, es unterstützt nur einen Befehl. Und das war Inject Crash, so abstürzen lassen. Also man kann einen speziellen Diag-Befehl senden, der dazu führt, dass das Baseband abstürzt. Ich werde später darüber mehr berichten. Now let's take a look at specific examples of the Diag protocol. Jetzt ein paar Beispiele. Dies ist ein Snippet aus dem Code, den ich in Snoopsnitch gefunden habe. Dieser Block hat vier logische Teile. Der erste Teil ist irrelevant. Das sind ein paar Sachen, die Informationen aus dem Baseband brauchen. Version, Build-Idee, als gebaut wurde, ein paar Kommentare. Also ein paar Befehle. 37 hexadezimal. Und das ist der Command-Log-Config. Das ist ein Befehl, der Protokoll-Dumps ermöglicht und sie konfiguriert. Und der dritte Teil ist der Befehl 37, nein, 73. Das soll Text loggen, aber bei Snoopsnitch stellt es alle Logging-Funktionalitäten auf aus. So how do actually cellular protocol dumps work? In order to enable the cellular protocol dumps, we need wie funktionieren jetzt diese Protokolldumps? Es ist teilweise dokumentiert. Die Protokoll beinhaltet den Code und den Unterkommentar, Mask in diesem Fall, und es braucht auch die ID. Und das hängt davon ab, welches Protokoll wir dumpen wollen. Und das wird gefiltert. Und es ist relativ offensichtlich. Jetzt das zweite Kommando, wo die Nachricht konfiguriert wird. Ext message config. Das Kommentarformat ist nicht dokumentiert. Der Kommentar besteht aus einem Unterkommentar. Vier setzt dann die Maske. Und dann kommen zwei 16-Bit-Integer. Das sind SSID Anfang und Ende. Und das ist die Subsystem-ID. Das ist was anderes als ein Diagnose-Subsystem. Und das letzte ist die Maske. Die Subsystem-IDs werden dafür verwendet, um die Nachrichten zu filtern, je nach Subsystem. Und wenn die alle anfangen, im Baseband zu loggen, dann wird es sehr viel Daten und
Und deswegen muss man da halt Zeug rausfiltern. Auf das, was einen interessiert. Hier ist ein bisschen Python-Code, wie man Text-Messages für alle Subsysteme einschalten kann. Man muss die Maske auf alles einsetzen. Und es gibt eine ganze Menge Log-Infos nach meiner Erfahrung. Um diese reinkommenden Log-Messages zu parsen, gibt es zwei Arten von Tokens, die beide nicht dokumentiert sind. Das Nummer 79 hexadezimal ist die Message, das ist ASCII-basiert. Die kommt durch das Dirac-Interface. Und damit kann ich einfach lesen. Das zweite war, und das ist das Diagnostik-Kommando log-hash, und das ist 0x92, und da sind nur die Hashes drin. Wenn ich das message-hash.txt-File habe, dann kann ich den Hash dort nachschauen und den Text zurückgewinnen. Unten sind zwei Examples of hex dumps for both commands. Both of them have a similar structure. First, there are four bytes that are essential. Beide haben einen ähnlichen Aufbau. And the third byte is quite interesting. It's the number of arguments. So, da sind Argumente mit dabei. Dann kommt ein 64-Bit Timestamp. Dann kommt die SSID 16-Bit, die Zeilennummer. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das nächste Argument ist. Entweder die ASCII-Nachricht in Rohtext oder der Hash von dem Logstring. Und potenziell kommen da noch ein paar Argumente. So in case of the first legacy command, the arguments are included before the log message. Im ersten Fall sind die Argumente in der Nachricht und im zweiten Fall sind sie halt danach, nach dem Hash. Zumindest in meiner Version. And this is hier ist ein Diagnosepaket, das mir die Möglichkeit gibt, das Baseband abstürzen zu lassen. In meinem Fall hat es nicht funktioniert. Das ist einfach nicht ins Baseband reingekommen. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, auf einem Produktionsgerät. So I suppose that it still should be. Hat es nicht funktioniert und es ist halt rausgefiltert worden, aber wahrscheinlich funktioniert es auf irgendwelchen anderen Geräten. So, um das jetzt alles benutzen zu können, habe ich ein einfaches Tool gebraucht mit zwei Funktionen. Erstens direkter Zugriff auf das Dirac-Interface, wahrscheinlich eine Python-Shell. Und das zweite, Logstrings lesen und parsen. Ich habe ein Framework geschrieben, das heißt Dirac-Talk. Und das ist direkt dieses DevDirac-Interface im Android-Kernel. Mit Python ein bisschen außenrum. So, links ist ein bisschen Parsing. With some leaked values. And on the right side here is the example. Und auf der rechten Seite ist das Message Log mit den Log Strings, die ich rausgeholt habe. That were extracted, that were stripped out from the firmware. The log is quite fun. Das Log ist sehr interessant. Sehr detaillierte Informationen, GPS-Koordinaten und wo das Baseband versucht, mit verschiedenen Kanälen sich zu verbinden. And I think it's quite useful for
Und ich glaube, das ist sehr nützlich für Angriffsforschung. Zusammenfassend. Indeed, I was reassured that it was the right choice and Hexagon ist ein anspruchsvolles Angriffsziel. Wahrscheinlich braucht man mehrere Monate, um wirklich was zu erreichen. Ich bin darüber nachzudenken, einen Software-Debugger zu schreiben. Das ist wahrscheinlich der verlässlichste Weg, um hineinschauen zu können. Und ich habe ein bisschen, ein paar leere Stellen gefunden, die es noch auszufüllen gilt. Es gibt noch andere Qualcomm-Protokolle. Genau. Da gibt es mehrere. Da gibt es QMI, das ist weniger bekannt als DIAC. Then there is a requirement to create a dann muss man system emulation based on eine Emulation bauen. Chips. And a big problem about the decompiler, which is a major obstacle. Also der Decompiler muss gebaut werden. And for the offensive research there are da gibt es drei Angriffswege. Der erste ist Debugging, Software-based Debugging. Oder man muss über das JTAG irgendwie reinkommen. Und dann vielleicht über die Luft. Und vielleicht kann man aus dem Baseband in den Anwendungsprozessor eskalieren. And for the basebands in general, there also exist some interesting. Für das Baseband gibt es interessante Angriffspunkte. First of all, the OsmoCombB. OsmoCombBT kann man verwenden. OsmoCombBB braucht ein Update. It is the only one open source implementation of Baseband. Das ist die einzige Open Source Baseband Implementierung und die ist so alt. Und das ist richtig komische Hardware. Another problem here is that there doesn't exist any software. Und es gibt keine softwarebasierte CDMA-Implementierung. Oh, mein Ton. Kein Ton mehr da. Ich habe auch keinen. Elisa, thank you very much for this nice talk. Also Elisa, Fragen vom Publikum. Also erstmal, hast du ein Mobiltelefon und vertraust du ihm? Nein, ich habe keins. Ich nutze nur Twitter. Gibt es noch irgendjemanden, der sowas benutzt? Keine Ahnung. Okay. Another question concerns the other Qualcomm. Gibt es? Did you have a look at the? Hast du ja auch mal den Qualcomm WLAN-Chips angeschaut? Diese Informationen, da hatte ich nur ein Gerät. Das heißt, ich hatte noch nicht wirklich Zeit, alles anzuschauen. Aber ich habe gesehen, dass die Qualcomm-Chips WLAN-Chips drauf haben, die auch auf Hexagon basiert sind. Und sie benutzen ähnliche Primitiven, Low-Level-Primitiven. Das heißt, man könnte sich das durchaus mal detaillierter anschauen. Okay, thanks. Nennen Sie eine technische Frage. Anstelle die großen DIAC-Treiber zu analysieren, wäre es möglich, den gestalten Arbeitsspeicher in den Userland zu mappen und darüber die Werte zu senden? Das hängt davon ab, welche Hintergrund man hat und welche Ziele man hat. Standardmäßig kann ein Angreifer nicht beliebige DIAC-Befehle senden. Das heißt, wie dem auch sei, irgendwas muss man hooken. In der Regel benutzt man seinen eigenen Treiber und
sendet diese Daten direkt zum DIAC-Interface. Ein anderes wäre, den geteilten Arbeitsspeicher direkt zuzugreifen. Und die Implementation ist ziemlich komplex. Das heißt, der einfachste Weg wäre es, direkt auf den Driver zuzugreifen und den zu benutzen. Okay, yeah, thanks. Well, is this, there's one question which is a little bit tricky to read out. Maybe you can make sense of it. Is this typically good security for mobile phones? Ist das alles üblich mit der Sicherheit für Mobiltelefonen? Dieses Level mit Hardening ist mittelmäßig. Produktionstelefone werden teilweise noch mehr gehärtet, wie zum Beispiel die neuesten iOS-Geräten oder den Google-Telefonen. Wir sind noch besser geschützt als das, was ich besprochen habe. Vielen Dank. Es sieht nicht so aus, als ob wir noch weitere Fragen hätten. Wenn ihr noch weitere Fragen stellen wollt, dann gibt es den Feedback-Tab, der unter dem Video existiert, und schreibt eure Fragen dort rein, und das ist eine tolle Art, mit ihr in Kontakt zu greifen, mit dem Vortragenden. Damit sind wir fertig mit dem heutigen aktuellen Vortrag, und vielen Dank, und ich werde jetzt weiter zu der Herold-Nachrichtenschau weiterleiten.